Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Abenteuer hier in Entschrouded. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich war jetzt gerade erstmal schlafen. Ich habe mal gepennt ein bisschen. Und ich war eigentlich mit dem Ergebnis in der letzten Folge nicht so recht zufrieden. Deswegen werden wir nochmal hoch in die Warte fliegen. In die Schwarzmoorwarte und werden diesen Wegpunkt uns nochmal anschauen. Irgendwas muss ja da sein. Ansonsten ist halt da kein Fragezeichen. Und das haben wir noch immer noch nicht gelöst. So, jetzt schauen wir mal in welche Richtung. Diese Richtung ist falsch, dann müssen wir bestimmt in diese Richtung. Einen, hier wird es kleiner, jawohl. Also. Gehen wir mal hier vor und da hüpfen wir mal von hier vorne weg. Und da müssen wir mal sehen, wo wir am besten hier lang. Daneben müssen wir. Nee. Ich glaube, es ist besser, wir fliegen hier oben von der Ecke weg. So, jetzt hätten wir das ja eigentlich genau in unserer Flugrichtung. Also, ich hoffe mal, dass wir da richten. Wieso stehen wir da schon wieder verkehrt rum? Alles klar. Wir springen aber in diese Richtung. Genau. Und auf geht's. Und wir marschieren hier hoch. Irgendwas muss ja jetzt hier sein. Ich kann mir das nicht vorstellen. Aber da kommt jetzt bestimmt wieder Standort unten. Wegpunkt erreicht. Ja, und was ist hier? Keine Ahnung, was hier sein soll. Wir sind genau dort, wo aber jetzt kam kein Hinweis. Standort unten oder Standort oben. Wir sind ja eigentlich oben. Weiter hoch geht's ja nicht. Also irgendwas muss ja jetzt hier sein. Schalten uns nochmal den Wegpunkt setzen. Genau dorthin wollten wir. So. Also wenn euch was einfällt, was da hier sein soll, gerne in die Kommentare rein. Wegpunkt erreicht. So, jetzt versuchen wir mal was hier unten, ob wir unten irgendwo einen Höhleneingang finden oder sowas. Ich glaub's mal nicht. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Runterrutsch. Soll hier unten wirklich irgendwas sein? Oh ja, das sieht immer so flach aus. Nein, du sollst ja zurück. Komm, wir fliegen zurück. So, wir schauen nochmal auf unsere Karte. Machen wir uns noch mal einen Wegpunkt. So. Irgendwas muss ja hier jetzt sein.
sonst laufen wir doch voll ins Miasma rein. Aber ich habe mir einen Miasma-Trank eingepackt. Den hauen wir uns erstmal rein hier, benutzen. Dass wir ein bisschen mehr Zeit haben. Ich könnte auch mal langsam wieder mal was frühstücken, oder? Das vergesse ich immer vollkommen. 6, 7, 8. Und dann haue ich mir mal noch einen Trank der Brut rein. Und so ein Elixier. Dass wir mehr Schaden ausrichten. Mehr Schaden verursachen. So, unser Schwert in der Hand. Halt, ich wollte eigentlich das auch mal wieder wechseln. Gegen dieses hier. Gut. Und jetzt wird unsere Zahl auf alle Fälle mal kleiner. Mal sehen, was uns da erwartet. Wir kommen jetzt bestimmt wieder in diese Stelle, wo wir hochgeklettert sind, wo diese Leuchtsteine sind. Und das wäre es dann schon wieder gewesen. Keine Ahnung, was das sein soll. Hier ist ein Riss in der Welt. Seht ihr das hier oben? Schimmert es durch. Wird unsere Zahl mal kleiner, mal größer. Wir gehen mal hier lang. Aber da kommen wir auch nicht weiter. Da stehen wir dann vor der Wand. Irgendwie verstehe ich das nicht so richtig, muss ich euch ehrlich sagen. Was ist das für ein Wegpunkt? Wo ist der immer dahin? Jetzt wird unsere Zahl größer, also sind wir hier irgendwie nicht richtig. Da unten ist wieder Lava, also sind wir hier nicht richtig. Also wieder hier unten lang, hier lang. Wenn da wenigstens eine Miasma-Wurzel wäre, dann wäre das ja noch logisch. Aber wir kommen da irgendwo hin. Hier geht's nicht weiter. Wir kommen wieder dorthin. Ich weiß nicht, was das hier werden soll. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was das hier ist. Nochmal runter hier. Ja, da haben wir uns wieder die Haxen gebrochen halb. Und oben haben wir ja auch nichts, wo wir sagen könnten. Viehzeug geht mir schon wieder vom Geist hier.
Ich hoffe, dass wir jetzt hier aus dem Meer erstmal rauskommen. Nicht, dass wir immer weiter reinrennen hier. Ja, hier muss doch irgendwas sein, wenn hier die Viecher immer sind. Gut. Das hätten wir jetzt weggehackt. Oh, hm. Komm her, da ist auch noch von Letz. Hier ist auch noch einer, komm. Trifft auch noch einen Frack voll. Hier ist auch wieder so ein Spawnpunkt, muss rauskommen. Weg sind sie. Irgendwie laufen wir jetzt wieder zurück oder was? Bin ich jetzt in der falschen Richtung unterwegs? Ich will ja eigentlich, müsste jetzt die Zahl ja immer größer werden, damit ich den Weg nach draußen wiederfinde. Na, na. Ja, nicht so rumäffen hier. Aber hier geht's irgendwo nicht weiter, oder? Nee. Hier waren wir doch gerade. Das nehmen wir mit. Hm. Jetzt sind wir doch schon wieder bei der Lava. Aber hier hinten ist ja nichts. Um die Lava ringsrum ist ja nichts. Hier geht's ja nicht weiter. Ne. Da ist erst alles. Haut ab, ihr blöden Käfer. Hintenrum geht's ja auch nicht weiter groß. Ach, die gehen mal auf den Keks, die blöden Käfer hier. Dieses Ungeziefer. So, jetzt gehen wir mal hier lang. Jetzt wird's wieder kleiner. Und da kommen wir wieder zu dieser Stelle, wo wir hochklettern werden. Naja, was anderes wird's nicht werden. Hier ist doch schon wieder. Alles klar. Viehzeug. Viehzeug, Viehzeug. Viehzeug. Jetzt wird es wieder größer. Also wenn wir jetzt den Stelle mit den Haken wiederfinden, dann beamen wir uns wieder raus und dann müssen wir halt sehen, was wir hier noch weiter erkunden. 44, jetzt, ich bin jetzt wieder hier irgendwo und komme nicht hier raus. Das ist halt der Quatsch. Ehrlich. Ich verstehe das, manche Sachen verstehe ich in diesem Spiel überhaupt nicht, muss ich euch ehrlich sagen. Gerade solche Sachen mit diesen sehr, sehr aussagekräftigen Bemerkungen, Standort oben, Standort unten oder hier gerade ist dort so ein Fragezeichen, da bist du auf dem Weg dorthin, da bist du im Miasma und es geht irgendwo nicht weiter. Keine Ahnung. So, und jetzt gehen wir mal hier hinter, mal sehen, ob wir jetzt den Haken finden, wo wir wieder rausklettern können. Jetzt ausgerechnet finden wir den nicht. Hier waren wir doch gerade. Und jetzt müssen wir den Haken aber wirklich schleunigst finden. Sonst war's das hier mit unserem. Hier ist noch ein Ausgang, oder? Geht das hier auch noch weiter?
oder ist das der Ausgang hier? Das ist der Ausgang von der Höhle, oder? So, jetzt sind wir hier wieder. Naja, das ist der Eingang, wo wir rein sind. Alles klar. Also, das bringt uns gar nichts, dieses. Und was sollte, oben waren wir? Oben waren wir, da hat sich nichts geändert. Da, keine Ahnung. Wir können noch mal hier das. Das ist doch, aber ist das der Warte? Das ist doch nicht der Warte, oder? Oder gehört das zur Warte? Ah ja, jetzt hat man sich auf halt der Haxen verstaucht. Oh ja. Ach, dummes Schwein, komm, hau ab. Das gehört aber irgendwie zur Warte hier, oder? Das müssen wir jetzt erstmal. Und haben wir das letzte Mal? Haben wir das schon mal irgendwie untersucht? Das sieht nicht danach aus, oder? Finden wir hier irgendwas? Nee. Flachs können wir noch mitnehmen, damit wir wenigstens nicht vor dem Sand hier waren. Wir schauen mal hier in das Lager rein. Das ist doch ein Wukasa-Lager, oder? Wundert die diese. Ah ja. Hallo! Wenn du uns so begrüßt, dann hast du Pech, mein Freund. Denn der ein altes verrostetes Schwert drin oder was? Waren wir hier schon mal? Ich weiß es nicht. Da kommt doch wieder einer mit einem Speer. Ja, du bist umgefallen, bist erfroren. Ha! Nein, nicht so, mein Freund. Ich komme eigentlich in friedlicher Absicht und ihr beschießt mich hier. Ach, da oben ist der große Schamane. Komm her, komm. Komm, du kriegst an dein Fett weg. Oh, hier haben wir eine silberne Kiste. Knisternden Zauberstab haben wir wieder gefunden. Alles klar. Und hier ist noch so ein Dicker. Ja, ja, gut. So. Was war denn das? Ach. Das sind die wieder. Ich hasse dieses. Weg ist es, gut. Na, mehr ist hier unten aber auch gar nicht. Da hinten sind doch nochmal solche. Solche Pfeile. Solche Kugeln. Gut, hier ist nichts weiter. Aber hier waren wir schon mehrere Male, denke ich mir. Ja, hier unten ist wieder was zum Trampolin. Also, das ist ein Schuss in den Ofen. Dieser Punkt ist wirklich. Der bringt uns gar nichts. Der bringt uns gar nichts. Komm, ach, den alten Schaman, den wollte ich da auch noch blinden. Auch noch plündern. Naja, gut. Lass mich dich liegen. Komm, den nehmen wir aber mit hier. Jetzt kommen wir auch wieder hier hoch. Komm, dicker Schamane, du wirst auch noch geplündert. So. Jetzt trifft sie auf die Entfernung nicht. So, hier ist aber nichts weiter. Na. Da müssen wir das mal hier in einer anderen Richtung noch untersuchen. Wo laufen wir denn jetzt eigentlich hin? Eigentlich wollte ich das in die nächste Richtung machen. Gut.
Wir laufen mal. Wir müssen sowieso das Gebiet hier oben mal richtig erkunden. Da haben wir überhaupt noch nichts groß gemacht. Schauen wir mal auf die Karte. Wir versuchen mal jetzt in diese Richtung weiterzulaufen, wo wir schon sind. Und da müsste ja auch mal irgendwas jetzt sich aufdecken, wenn wir jetzt hier diesen Weg weitergehen. Mal auf der Karte gucken. Jawohl, komm. Wir laufen mal hier weiter, hier oben lang. Mal sehen, was uns da begegnet. Dumme Wildschweine. Und hier sind irgendwo Felsen, wo wir eigentlich gar nicht so richtig weiterkommen, oder? Aber ich hätte dieses Gebiet schon gerne einmal erkundet, um zu schauen, was es hier noch so gibt. Kann ja nicht nur einzig und allein diese Worte sein und diese Buka-Siedlung im Baum. So, jetzt versuchen wir mal hier rüber zu fliegen. Jetzt mal hier hinter, jawohl. Und, nein, da wollten wir eigentlich nicht hin. Das ist gar nicht immer so einfach. So, gut. Aber da laufen wir doch wieder in die falsche Richtung. Wir wollten doch in diese Richtung. Was haben wir denn hier? Das ist noch ein unbekanntes Objekt. Da kommen wir bestimmt nicht rein. Ah ja, alles klar. Komm, du dummes Schwein, verfolg mich nicht schon wieder hier. Das ist ein unbekanntes, für uns noch nicht zugängliches Objekt. Also, bringt uns das... Oh, hier ist ja richtig Schweine. Eine richtige Schweinerei ist ja hier. Also, müssen wir nochmal versuchen, hier rauf zu kommen. Du kommst doch nicht etwa hier hoch, du dummes Schwein. Das gibt's doch gar nicht. Stimmt alle lang. Hupf, hupf, hier hoch. Komm, hupf, hupf, hier hoch. Geht das hier? Kommen wir hier irgendwo weiter? Ich glaube es kann. Nee, hier kommen wir nicht hoch. Das schafft er nicht. Das schafft er nicht. Auch mit Doppelsprung und... Aber hier könnten wir hochkommen. Na komm, hüpf nochmal. Komm einfach. Nee, das schafft er nicht. Nein, das schafft er nicht. Gut. Schlecht. Nicht gut. Schlecht. Also fliegen wir mal hier rüber. Und versuchen nochmal hier lang unser Glück. Ne, so nicht. Alle Fälle wollte ich doch... Nee, das wird dann nichts. Gut. In dem Baum werden wir nichts finden. Gut, dann schauen wir nochmal auf der... Ich wollte eigentlich auf der Karte gucken. Die Map, wo wir sind. Hier ist noch was. Ein Siedlerlager. Da könnten wir doch mal... Nee, nicht Tagebuch. Quatsch. Raus hier. Die Map. Einen Wegpunkt setzen. Genau. In das Einsiedlerlager. Da waren wir ja noch gar nicht. Ich weiß nicht, ob wir dort schon waren, aber ich glaube es nicht. Das wird doch nicht das Lager sein, wo wir gerade waren, oder? Ach, die kommen jetzt auch schon wieder hinterher, diese... Nee, irgendwie... Das wird dort oben sein, das Einsiedlerlager, wo wir schon mal waren, oder? Oder wisst ihr was, wir reisen erstmal zu unserer Warte zurück. Und von da aus fliegen wir mal dorthin. Nein, Schnellreise wollen wir dorthin machen. Ich
möchte auch das gerne das Schwarzmoor auch etwas erkunden, aber so richtig Anhaltspunkte werden wir hier gar nicht finden, denke ich mir. Da oben versunkene Stadt der Erbauer, da waren wir schon. Und jetzt setzen wir da ein. Jetzt haben wir was zum Tagebuch? Nee. Was ist denn da damit? Nee, gar nichts. Da ist nichts, gut. Also, dahin fliegen wir jetzt. Wegpunkt haben wir uns gesetzt. Das sind 404 Meter. In diese Richtung. Ins Einsiedlerlager. Das möchten wir uns auch nochmal anschauen. Mal sehen, was da so ist, was da so passiert. Irgendwie sind wir auch gleich da. Was sind wir schon drüber weg wieder? Naja, wir sind schon wieder außerhalb unseres. Das ist schon wieder außerhalb des Gebietes hier. Also ist das Gebiet hier oben gar nicht so groß. Da müssten die Herren Entwickler noch ein bisschen was machen. Jetzt sind wir schon wieder im Niemandsland. Alles klar, da wird es wohl doch das gewesen sein, das, wo wir gerade waren, das Einsiedlerlager. Wir laufen nochmal hin. Also, so richtig lohnt sich das hier oben in diesem Schwarzmoor nicht. Es ist schön, dass das Gebiet dazugekommen ist. Ja, aber mehr ist es auch nicht. 71 Meter. Ja, das ist hier unten. Standort unten. Da stürzen wir uns mal nach unten. Versunkene Stadt der Erbauer. Ja, gut, komm, hupp, hier raus. Na, bleib doch mal irgendwo jetzt stehen, mein Freund. Oh. Das war. Jetzt sag mal, wo. Jetzt sind wir hier abgesoffen. Gibt's das? Wo kommen wir jetzt wieder raus? Wiederkehren. Unser Todespunkt ist 400 Meter weg. Na klasse. Jetzt muss ich den Todespunkt wiederfinden. In welche Richtung sind wir denn jetzt geflogen? Auf alle Fälle war das doch. Ja, in diese Richtung müssen wir. Von hier oben sind wir doch geflogen, oder? Ja. Naja gut, dann müssen wir uns jetzt den Todespunkt erstmal wiederholen. Müssen wir wieder in die versunkene Stadt der Erbauer. Jetzt auch hier ist mein Todespunkt, wo ich abgesprungen bin. Na, zum Glück. Zum Glück. Alles klar. Dann gehen wir den erstmal wieder zusammensammeln, das Zeug hier alles. Also, was ist uns die Erkenntnis aus dieser Folge? Dass sich das Schwarzmoor eigentlich gar nicht so richtig lohnt. Also, ich finde hier. Was ist denn hier hinten? Wir werden dann wieder nach Hause reisen. Indigo-Pflanzen, was sind hier? Hier steht ein Haufen Kamille rum, die können wir mal mitnehmen. Aber das sollst du dann auch schon. Wir werden nochmal in. Irrlich, damit wir auch was sehen. Wir sammeln hier die Kamille noch auf. Und dann reisen wir wieder nach Haus. Also, das war jetzt erstmal schon die nächste Folge, wo ich sage, hat sich gar nicht gelohnt. Also, werden wir wohl doch jetzt als nächstes die Halle da im Ödland besuchen. Diese Krypta, Halle der Erloschenen. Mal sehen, was sich dann in diesem Spiel hier noch so ergibt. Ich hoffe, es kommt noch was dazu.
dass sich lohnt, das Spiel im Moment weiterzuspielen. Also im Moment, sag ich mal so, außer der Halle der Erloschenen, finden wir hier nichts weiter, oder? Alles klar, das wird dann das Ziel für unsere nächste Unternehmung sein. Also besuchen wir die Halle der Erloschenen. Den vierten Dungeon. Mal sehen, ob wir da durchkommen. So, von hier aus gibt es jetzt auch nichts weiter. Hier ist unsere... Jetzt kam ja gerade Standort unten. Was soll denn für Standort unten sein? Verstehe ich mal nicht. Ach so, von unserem Wegpunkt hier, alles klar. 45 Meter Standortpunkt unten. Aber ich muss euch ehrlich sagen, den muss ich jetzt nicht unbedingt nochmal hier. Jetzt ist es auch sehr dunkel hier. Wenn wir das wagen, nochmal hier runter zu hüpfen und uns nochmal die Ohren zu brechen. Versunken ist, na ja gut, da kommen wir doch wieder in den Teer rein hier. Und da versinken wir doch wieder, oder? Das sieht ja fast so aus. Alles klar, ich sehe mal zu, dass ich hier noch irgendwo wieder... Ach, na, da bin ich doch schon wieder abgesoffen. Ja, ist gut, alles klar. Im Dunkeln hat das Kind denn hier rumzugurken. In dieser Stadt. Oder in diesem Schwarzmoor. Ich werde meinen Todespunkt nochmal zurückholen. Und dann werden wir in der nächsten Folge, werden wir uns auf zum Dungeon machen. Nützt nichts, werden wir den jetzt wohl doch noch machen müssen. Wir brauchen wohl, in den Dungeon müssen wir, glaube ich, noch ein Handwerksrezept finden. Dann müssten wir auch alle haben. Alles klar, meine Freunde. Ich sage dann mal tschüss, bis zur nächsten Folge. Dann wird hoffentlich wieder ein bisschen mehr... ein bisschen mehr Action, dann sind wir wieder in der Halle der Erloschenen. Alles klar, da wird wieder ein bisschen mehr passieren. Alles klar, ich sag dann tschüss, bis zur nächsten Folge.